Ich hätte es viel schlimmer gedacht. Geil. Da springt nach American Wasser drüber. Meine sehr geehrten Herrschaften und Damen und Herren und Kinder. Was geht ab da draußen? Herzlich willkommen zu unserem amerikanischen Video. Wir sind heute extra für euch nach London geflogen. Bruder, wir sind in Amerika, oder? Wir machen die American Tour. Dennis war einkaufen. Deswegen geht alles heute auf seinen Nacken. Ich bin gespannt, was uns da geholt hat. Davon kenne ich schon ein paar Sachen kenne ich gar nicht. Ich kenne ein paar auch, aber nie so probiert, sage ich jetzt. Wir hatten ja jetzt Balkan, das war... Ja, das war brutal, wirklich. Asia war Eskalation, Bruder. Brennendes Ohrschluss war schon vorprogrammiert. Ja, da haben wir auch was Brennendes. Und American Snacks habe ich geholt beim, ich sage jetzt einmal, Shop in Wien. Ich habe jetzt nicht extra bestellt, aber vielleicht können wir einen zweiten Teil drehen und ihr könnt uns mal das ein oder andere... Warte mal. Die ein oder andere Internetseite empfehlen, wo man bestellen kann. Es gibt auch den einen oder anderen YouTuber da draußen, der auch eine eigene Seite besitzt. Also Kuss geht raus, vielleicht siehst du das Video und dann... Ich kenne das. Deswegen habe ich mal ein paar Sachen quer durchs Beet eingekauft. Erklär uns mal, was du hier alles geholt hast, Bruder. Na, ich würde einfach sagen, wir nehmen gleich mal eine Sache und dann essen wir die und dann natürlich werden das, wenn ich gesagt habe. Was wir machen. Ich wollte schon immer diese Cheetos probieren. Weißt du, warum auch diese mir extrem jetzt gefallen? Pizza! Ja, aber ich habe extra, es gibt ja viele, es gibt ja diese klassischen Cheetos, aber das sind so gepufft eher. Puffoletti so? Wie Puffoletti? Ich glaube ja. Aber mit einem Pizzageschmack, weil ihr wisst, ich liebe Pizza, denn ich liebe Pizza. Und wenn dann irgendwas, ich schon finde hier in Wien, da ein bisschen was ausgefallen ist. Geruchsmäßig. Das ist aber die, das riecht aber nach Salami. Ja, es riecht schon so. Boah, ich bin Dr. Oetker, Salami-Pizza. Ja. Hä? Ich glaube, ich das sind solche aufgepoppten Nachos. Das schaut richtig lustig aus. Aber man beide sehen kann oder nein. Ja, wow. Stößchen. Ich kenne das. Obwohl, ich kenne das auch. Aber es schmeckt schon ein bisschen nach Pizza. Mhm. Minimal. Am Ende. Ja. Also ich würde mir schon so eine 3,5 geben. Aber ich würde sie auch schon essen, so am Abend vom Fernsehen und so. Deswegen habe ich auch anders gedacht. Ich habe auch an 3,5 gedacht, weil... Kann man schon mal. Ich hätte es viel schlimmer gedacht. Ja. Also sie sind noch nice, wie ich hier sehe. Und vor allem ganz kurz, Cheetos gibt es viel billiger zu kaufen in Polen. Nur für euch zu Info. In Polen? Ja, ja. Also Leute, die extra im Auto einsteigen nach Polen fahren, um euch Cheetos zu holen. Ja. Kann Kosten werden von Dennis berechnet. Dann ist immer das Chapter Wanted. Aber ich finde 3,5 soll vielleicht so ein Pizzastück sein. Deswegen. Ah. Ja, stimmt, er nimmt ja extra die Pizza aus dem Ofen raus. Ja. Ich hab eben groß gemacht. Was ist das? Abrezen! Geil! Wir haben Salted Caramel Flavor Coated Pretzels, wie man ihn sagt. Boah, ist schon geil. Also ich liebe Salted Caramel. Ja, ich habe extra die genommen, weil ich weiß, du magst so Karamell. Bruder. Und ich liebe auch die Karamell. Ich hab hier Eiscreme vom Magen und Salted Caramel mit Popcorn. Oh, was? Das ist aus Amerika, vielleicht könnten wir das am besten. Eigentlich schon. Erstens die Verpackung, Tortillas. Sie hat einen wiederverschließbaren Zip, Pluspunkt. Geil. Ich hab noch voll. Und dann bleibt die Schokolade auch. Ich bin mal aufgemacht, ja, ich geh dann hin, das riecht nach Fleisch. Wie geil ist das schon? Ja. Ja, bravo. Das ist die nach so Milchschokolade, Kaffee so. Auch noch. Boah, ein geiler Ton. Boah, das schaut wirklich geil aus. Also da sieht man, die haben sich Mühe gegeben. Ja. Boah. Ganze Packung easy. Leute, stellt euch mal vor, so Karamell, bisschen nach Kaffee, minimal aber, oder? Das ist, ich glaube, das ist ein Aroma irgendwie minimal. Ich glaube, das ist ein Industriekaramell. Muss das. Schmeckt immer nach so einem Kaffee. Minimal. Und der Kuchenteig ist so lecker. Also der Brezel. Der Brezelteig. Boah! Und der klebt ganz gleich. Ich hätte ihn gerne ein bisschen crunchiger. Ein bisschen luftiger. Ich finde ihn so perfekt. Wirklich? Ja. Also wäre ein bisschen luftiger, würde ich eine 5 geben von 5. Aber so bekommt eine 4,5 von 5 von mir. Same. 4,5. Ja. Oh mein Gott. Das ist richtig lecker. Eine Werte sind geil. Eine Brezel 5 Gramm Fett. Ja. Also wir haben gerade 15 Gramm Fett. Das ist ja brutal, Bruder. Wirklich geil. Die sind richtig lecker. Das ist von allen Snack-Videos bis jetzt. Eine der geilsten Sachen. Gut, die Amerikaner sind ja auch bekannt, dass wir Sachen richtig süß sind.
Es ist auch richtig süß, es ist ja richtig fettig und nicht so viel Zucker drin. 15 Gramm pro Brezel. Boah, aber lecker. Für die Neutralität. Ah, eins für mich persönlich, ich kenne das, habe ich mal mit 12 getrunken. Dr. Pepper, aber Dr. Pepper Zero, weil wir schon so viel Fettiges haben. Würde ich dir mal den ersten Schritt überlassen. Oder ich muss noch sagen, Dr. Pepper macht wirklich geile Sachen. Ich hasse Dr. Pepper. Ehrlich? Überall. Ich habe einen ganz eigenen Nachgeschmack im Gegensatz zu Cola. Ich feiere den gar nicht. Er riecht so richtig nach Zucker, Bruder. Nicht mal. Man riecht so richtig süß. Kennt ihr diese billig Energies, genauso riecht das. Bruder, der schmeckt mir. Etwas unsüß, aber ist es wirklich, weil er Zero ist? Er schmeckt. Es ist schwierig zu erklären, weil es ist natürlich. Kaugummi. Es schmeckt ja, nach Kaugummi, ja. Nach einem billigen Energy. Ochsenkracher, Leute. Es ist. Ja, es ist gut. Also, mir schmeckt es, Bruder. Aber wenn ich jetzt vergleiche mit einer richtigen Coca-Cola oder vielleicht mit. Ne, wie heißt die andere? Fritz-Cola. Und eine Pepsi. Ja, oder Pepsi ist natürlich die an der letzten Stelle, meiner Meinung nach. Die ist ganz weit hinten. Es steht Zero und Zero, den Namen ebenbürtig. Es ist nicht süßlich, es ist minimal süßlich. Dr. Pepper ist eigentlich noch süßer. Ja, es ist viel süßer eigentlich. Und von mir persönlich ist das eine 1 von 5. Ja, ich gebe schon den 2, Bruder. Also ich würde schon eine 2 geben aus dem Grund, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn ich jetzt sage, ich habe Bock auf Cola und ich will mal eine andere Cola trinken, dann würde ich mir schon die kaufen. Um bei süß zu bleiben. Was willst du? Ich lerne Sachen, aber ich will das als nächstes vielleicht lieber. Twizzlers? Auch eine sehr gehypte Geschichte. Das sind so Weingummischlangen, denke ich jetzt einmal. Ah, ich dachte Schokolade. Nee. Wollte ich unbedingt mal testen, weil ich sehe das in vielen solchen Snack-Videos. Es sind so wie Schlangen. Schlangen, so, die man so knicken kann. Das wurde so richtig fabrikmäßig gemacht. Du hast pro Reihe 5 Stück. Hier sind 10 Stück drinnen also. Er schmeckt ein bisschen wie ein Kaugummi, Bruder, aber den man essen kann. Also ihr kennt ja zum Beispiel diese langen Gummibärchen oder wie man die nennen kann. So. Das schmeckt es gar nicht. Er schmeckt eher wie ein Kaugummi. Ich habe jetzt an so eine Schlange, also eine Schlange gedacht. Ja, ich auch. Aber Bruder. Das ist wirklich ein kaubarer und Ess. Ja, Kaugummi. Ja. Zerkaubarer, essbarer Kaugummi. Genau. Genau so schmeckt es. Als würdest du denken, so irgendwas mache ich jetzt falsch. Das ist eine Null. Eine, das ist die allererste. Das ist die allererste. War schon fast eine Null für mich. Ja. Aber das kannst du doch nicht vermarkten, oder? Bruder, das kann man vermarkten. In Amerika geht alles. Das Land. Ja, der unbegrenzten Möglichkeiten. So ist es. Das ist nächste Nummer. Die Hershey's, oder? Hershey's, ja. Hershey's Cookies and Cream. Ist einfach eine Schokolade, nicht also Schokolade, aber. Sehr dünn. Ich habe mal die originale Version vor 10 Jahren probiert. Das schau schon mal. Und der hat mir gar nicht gefallen. Und deswegen habe ich Cookies and Cream genommen, weil geht immer. Aber guckt mal, wie viel da drauf ist. Weiß nicht, ob man das sieht. Man sieht richtig Cookie-Stückchen drauf. Ihr seht das? Boah, schaut schon geil aus. Und die sind sogar vorgeschickt, man kann es davon abklicken. Hat so ein kleines Stückchen. Boah, es riecht wie. Auch hier, Stück steht auch Hershey drauf. Ich will jetzt nicht die Marke nennen, aber es riecht wieder Shake danach. Dezenter Schokoladengeschmack. Ich muss sagen, wenn man Schokolade kennt, man denkt das, man kennt das ja, Nüsse oder irgendwas ähnliches, sehr wenig drinnen, das ist okay. Hier hast du mehr diese Cookies-Stückchen drinnen, also die Schokolade selbst. Das ist auch so eine weiße Milchschokolade. Ja, mit Cookies, aber es schmeckt richtig geil. Es ist nicht so arg präpotent, es ist voll Schoko. Mhm. Die würde ich mir nochmal kaufen. Ich nicht, sage ich ehrlich. Was? Ich bin eher so, wenn es um Schoko geht, zartbitter, so 80%. Aber für mich im Verhältnis zu original, da ist so mehr Pep dahinter, durch diese Cookies, die da drin sind, du hast so viele davon. Ja. Das, also zuerst schmeckst du ein bisschen Schoko, dann schmeckst du ein bisschen diese Kekse. Also ich finde, kann man machen, bekommt aber von mir eine solide 2,5, also so die Mitte. 4 von 5, Leute. Wenn ich eine Vollmilchschokolade hernehme und die esse, ist es fad. Die hier hat Pep drauf, diese Stückchen drinnen, das schmeckt geiler. Das stimmt schon, ja klar. Reese's Peanut Butter Cups. 2 Stückchen drinnen, Erdnussbutter ummantelt mit Schokolade. Weiße Schokolade oder wie? Weiße Schokolade, genau. Die sind halt sehr bekannt in diesen Schiffchen. Das wäre richtig geil. Oh. 2 solche Dinger, immer cool verpackt.
Genau, deswegen wollte ich sie auch rausnehmen und so zeigen. Ja, aber schon Gewicht, finde ich. Ja, schon. Für so ein oh. Ich finde, das Grease ist geil. Weil du musst Erdnussbutter schon ja. sehr mögen. Ja, weil es ist schon stark Erdnussbutterlastig. Kann man aber, oh mein Gott, allein der Geruch. Boah. Boah, wenn du sagst, du bist mehr auf Erdnussbutter unterwegs, du würdest gerne mehr Erdnussbutter schmecken wollen, dann ist Reese's Right genau dein Produkt. Schmeckt auch richtig lecker. Und boah, dieser Erdnussbutter-Geschmack, der geht nicht aus dem Mund raus. Der ist die ganze Zeit da, Leute. Mhm. Richtig geil. Also ganz klar der 4,5. Also ich schließe mich an. Ganz klar. Ich finde nicht, was kann man besser machen? Der schaut brutal aus, oder? Ich weiß nicht. Das ist 4,5 deswegen, es gibt von Reese's wahrscheinlich jetzt noch ärgere Produkte. Oh ja, weißt du, was man machen könnte da? Noch größere Reese's machen. Deswegen nur 4,5. Ich habe geschaut, was so das sauerste Produkt dort ist und das sind die gewesen auf Skala 5. Von 5 Produkt. Wahrscheinlich so wie Center Shock. Oh. McGavin oder was. Aha, aha. Die sind ja nochmal verpackt. Das ist Center Shock Produkt. Amerikanische. Hast du gut gemacht. Also nein, ich. Und dann könnt ihr jetzt euer Gras lagen. Lemon oder Apple, aber ich glaube, ich gehe mit Lemon drüber. Oh, was ist das? Ach du heilige Scheiße. Das sind Lutschtabletten, Bruder. Ja, die lutscht man ja einfach nur, die kann man glaube ich nicht. Also geruchsmäßig Lemon, gar nichts. Wie ist bei dir? Wie riecht nach Himmels? Es riecht nach. Oh ja, es riecht richtig nach nichts, Bruder. Ja. Ja, kann man das kaum? Ich wollte die Baum, Bruder! Das ist geil! Was redest du, Mann? Das ist schon ekelhaft! Weißt du, was für ein kranker Zitronengeschmack jetzt kommt? Bruder, dann ist meins ekelhaft. Es ist jetzt eine Süßigkeit, den Zweck einer Süßigkeit nicht erfüllt. Es soll einfach nur jemanden ficken. Es soll einfach jemanden ficken, Bruder, das war's. Zum Laden bringen oder als Party-Gag. Lemon ist sehr ehrlich, sehr sauer, aber dann hast du wirklich ein geiles Lemon. Ein gutes Lemon-Bonbon. Kannst du noch reden oder geht's dir gut? Das schmeckt gar nicht, Leute. Sorry. Also ihr bekommt von mir Brain Blasters eine 0 von 5. Ich gebe mir 2. Ich bin schon. Also bleibt wegen Lemon. Aber kann man schon machen. Takis. Einer der begehrtesten Snacks in Amerika. Mit Lime. Ja, Mann. Ich habe das schon mal probiert vor 3 Jahren. Bombe. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, ob die noch genauso schmecken wie damals. Es gibt auch eine blaue Variante, die sehr viral ging auf TikTok, weil du so eine blaue Pasta gemacht hast mit dem. Ah, die heißt der Kitaro Avocado, dieser, wie heißt der nochmal? Ich weiß noch, Franklin hat auch mal so ein Video gemacht. Dieser Avocado-Typ da aus Amerika, schöne Grüße, gerne ihm raus. Aber hier haben wir eine Hot Chili Pepper and Lime Variante. Fuego, Fuego. Fuego. Pasta, wo war ich jetzt? Das war doch zu mir. Ey, ich wollte es nicht. Du hast gewusst, bevor du sie gekauft hast, dass ich bestimmt. Ich hab's antizipiert. Ich hab mal gehört. Und du musst eins rausholen. Du musst aufpassen. Boah, es riecht geil. Ich finde die richtig wirklich. Das ist wirklich geil, Leute. Aber sie schauen aus wie. Der Tod. Sie schauen aus, als hättest du Chips genommen und so eingerollt. Verbrannte. Mama, pack mal alle, kannst du bewahren. Geil. Geil. Müsst ihr euch vorstellen, scharf, aber rundherum, so wie eine Zitrone. So, sie schweift so richtig schön ab, Bruder. Aber geschmacklich erinnern sie an Nachos, nicht an Chips. Sind schon, also wenn du jetzt nicht scharf essen kannst, würde ich das nicht empfehlen. Ja. Aber die Zitrone weicht schon. Das ist das Geile an diesen Fuegos, ist diese Zitrone. Es neutralisiert ein bisschen diese Schärfe. Und sobald du so 7-8 gegessen hast, spürst du deine Zunge eh nicht. Ehrlich? Ja, ja. Ich spüre doch alles gerade. Das hat bei mich gerettet, Leute, von diesen blöden sauren Kindern. Ja. Aber ich finde, auch wenn du dann diese Panade runter gegessen hast, der Chip oder der Nacho-Chip an sich schmeckt richtig gern nach Mais. Ja, sehr gut. Wir haben jetzt mal ein bisschen die Amerikaner unter die Lupe genommen. Wir können sie gerne noch besser unter die Lupe nehmen mit den ein oder anderen vielleicht Sugar-Free-Produkten. Da gibt es auch sehr, sehr viel. Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Und nichtsdestotrotz bleiben wir endlich bei den letzten 3 Wörtern. Stay tuned. Stay fresh. Und stay hungry. Hungry.
Ich weiß, das hört sich. Die Schafen